Hi, hier ist Mr. Lagiol und heute möchte ich euch gerne 7 Lagiol Taschenmesser von der Schmiede Arbalet G. David aus der Stadt Thiers in Frankreich. Die sind alle handgemacht und heute werden wir uns hier angucken, erstmal verschiedene Materialien, einmal Horned Blond und dann Palmenholz und Amaranthholz. Dann haben wir hier Oberflächen, Metalloberflächen in matt, Brosé nennt sich das. Hier welche, die sind glänzend. Und dann haben wir hier Mitres, das sind diese Backen aus Metall, einmal in Edelstahl und einmal in Messing. Zusätzlich haben wir hier auch nochmal die 5 Taschenmesser in der Länge 12 cm, also der Griff ist 12 cm und 2 in der Länge 11 cm. Und alle haben die Biene geschweißt oder geklebt. Und wir werden uns da einen Unterschied angucken zu der geschmiedeten Biene. Bis gleich! Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. There's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see walls are destroyed, one is a boy fighting hard to be the better part of me, the better part of me, the better part of me. Another day in my rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the run. There's a light and there's a fire. Arbalet G. David hat eine sehr, sehr lange Tradition, die bis ins Jahr 1810 zurückgeht und somit ist das eine der ältesten Schmieden, die überhaupt heute noch aktiv sind. Arbalet G. David befindet sich in der Stadt Thiers und die stellen sowohl Lagiol-Taschenmesser als auch Thiers-Taschenmesser und entwickeln auch eigene Designs. Wir haben auf unserer Seite originallagiol.de eine Blog-Unterseite und da befindet sich sehr viele weitere Berichte zu den verschiedenen Schmieden, unter anderem auch zu Arbalet G. David. Da haben wir die ganze Geschichte von Arbalet G. David aufgeschrieben. Deswegen, wenn dich das interessiert, sei willkommen, um auf unserer Seite noch mehr darüber zu lesen. Arbalet G. David ist eine Schmiede, die eine wesentliche Rolle auch für Lagiol gespielt hat, die von Anfang an dabei war, teilweise für andere Schmieden Lagiol-Messer hergestellt hat, war sehr maßgeblich bei der Weiterentwicklung von Lagiol-Taschenmesser. Und insofern ist wirklich Arbalet G. David eine Schmiede, die nicht so aus der Landschaft der Messermacher, der Lagiol-Messermacher wegzudenken ist. Seit kurzem wurde es von Honoré Durand, von der Schmiede Lagiol Honoré Durand aus der Stadt Lagiol übernommen und da wird jetzt auch nochmal ganz viel dran gemacht. Neue Editionen raus, neue Taschenmesser raus und die viele Schmieden haben jetzt seit kurzem darauf verzichtet, die Klassik-Editionen
herzustellen. Das sind Messer mit einfachen Rücken, mit einer geklebten oder geschweißten Biene. Die machen direkt the next level, die nächste Stufe, wo die Biene geschmiedet ist an Lagiol-Taschenmesser. Und Arbaletki David gehört zu den wenigen, die noch diese einfacheren Taschenmesser herstellen, Lagiol-Taschenmesser, die um 100 Euro herum sind. Da werden wir gleich sehen, so zwischen 100 und 120 Euro. Und da sind wirklich immer noch sehr gute Taschenmesser. Der einzige Unterschied ist eben halt die Gilochage am Rücken. Wir gucken uns das gleich mit einem anderen Kunstwerk von einer anderen Schmiede mal an, um einfach mal den Unterschied zu merken. Und bevor wir jetzt zu den Taschenmesser kommen, möchte ich mal kurz daran erinnern, dass wir die Aktion Karmos Code haben, wo du also für dieses Video, wenn du dir in den ersten 12 Stunden nach der Veröffentlichung anguckst, dann bekommst du einen Karmos-Punkt. Wie genau das funktioniert, erkläre ich jetzt nicht mehr. Ich habe es in den vorangegangenen Videos immer wieder erklärt, aber das siehst du hier auf unserer Internetseite unter Lagiotech und dann anschließend Karmos-Konzept, da siehst du, wie das Ganze funktioniert. Insofern schreib uns eine E-Mail und verfolge den Code in diesem Video. Jetzt kommen wir zu den Taschenmessern. Wir haben hier ein Taschenmesser, das sagen wir hier in Deutschland von der Machart mit diesem Messing nicht so zu den beliebtesten gehört. Ich würde sagen, das Verhältnis hier entspricht sogar dem Verhältnis, was wir hier in Deutschland verkaufen. Das heißt also, ein Siebtel der Messer werden mit Messingbacken verkauft, der Rest mit Edelstahlbacken. In Frankreich ist das Verhältnis ganz anders. Da sind diese Messingbacken noch sehr beliebt und da geht ein Großteil der Produktion, wird entsprechend mit dieser Messingbacken gemacht. Wenn man sich das mal anguckt, ich persönlich finde dieser Messing nicht so nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Das hat etwas Traditionsreiches, denn früher war Messing sehr, sehr beliebt für die Taschenmesser. Und ja, ich finde, das passt zu Lagiol, es gehört dazu. Lagiol hat auch eine lange Tradition. Und wie schon sagte, gerade die Schmiede Arbaletki David seit 1810, das spiegelt auch ein bisschen die Geschichte, die Leidenschaft wieder dieser Messing. Ich finde es ein bisschen lebendiger als die normalen Edelstahlbacken. Das ist ein bisschen, persönlich finde ich das ein bisschen kalt, während Messing so ein bisschen, ja, ich würde sagen, altmodisch, warm aussieht. Heute wird noch sehr viel bei den Taschenmesser, die, sag mal, zwei Platinen haben hier am Rücken, wird eine davon öfters mal aus Messing gemacht. Das ist noch ganz dezent, während wir hier auch rechts und links die Platine haben aus Messing, während die Mitte, also die Feder, eben halt aus Stahl gemacht wird. Was alle Taschenmesser hier gemeinsam haben, ist einfach diese Biene. Das ist eine Standardbiene. Und diese Biene ist gestanzt, also nicht per Hand gemacht, sondern gestanzt und hier entsprechend angeklebt oder geschweißt. Und das erkennt man einfach, weil hier kann man deutlich sehen, da ist eine Trennung. Das heißt also, die Biene ist nicht in einem Stück mit der Feder, sondern es ist wirklich hier zusätzlich dran gemacht. Schauen wir uns mal hier ein anderes Taschenmesser von einer anderen Schmiede. Das ist natürlich ein Kunstwerk, kostet auch ein paar 100 Euro mehr. Aber es geht hier darum, dass man erkennt, dass hier diese Biene praktisch hier weitergeht in dem Rücken. Das heißt, hier ist ein Stück, das ist geschmiedet, während hier, wie schon sagte, einfach dran geklebt oder geschweißt ist. Deswegen diese Trennung. Das hier ist natürlich ein fantastisches Messer. Das ist von einer anderen Schmiede. Ich meine, Arbaletki David kann sowas ja auch. Es ist wirklich phänomenal schön, sieht das aus. Das ist ein wahres Kunstwerk. Das kostet natürlich über 1000 Euro, das Messer hier. Aber einfach nur so als Vergleich zu sehen. Man kann auch sehen, dass hier die mittlere Feder einfach hier gilochiert ist. Kann man hier genau sehen, während wir hier auf dem Rücken, ich mach's mal wieder weg, wenn man sich das anguckt, alle Messer haben hier den gleichen Rücken. Das ist also auch, ich würde sagen, nicht so jetzt als Kunstwerk, als großes Kunstwerk zu sehen, sondern es gehört zu dieser Klassik-Gilochage dazu. Das ist die einfachste Gilochage, die es so gibt. Und man kann auch sehen, hier im unteren Bereich, durch das Polieren geht auch diese Gilochage ein bisschen weg. Das ist ebenfalls normal übrigens.
Ja, weil das einfach nicht so tief ist. Und hier möchte man natürlich einen schönen Übergang haben, dass alles schön glatt ist, auch zu den Backen hin. Und deswegen kann schon mal passieren, dass hier natürlich diese Guilloche wegpoliert wird. Das heißt also, bei diesem einfachen Messer ist einmal die Biene einfach und dann einfach auch dieser Rücken extrem einfach. Und die rechte und linke Platine ist auch nicht besonders gelochiert, es ist fast immer gerade. Und auch die Unterseite ist ebenfalls nicht gelochiert. Wir haben hier auch noch das Kreuz, das ist ja bei den meisten Lagioltaschenmesser der Fall. Das ist das Angeblende. Hier steht auch nochmal seit 1810. Und das Logo von Arbalet G. David, das ist eine Armbrust. Aber das Messer geht ein bisschen, ja, ein klitzeklein bisschen schwerer auf und zu. Interessanterweise ist das fast mittig. ja, das ist natürlich sehr interessant. Ich zeige hier nochmal vielleicht im Vergleich die Preise, dass man so eine Idee hat. Also wir waren hier bei 115 Euro. Dann haben wir hier die Taschenmesser mit dem hinten mit dem Weinflaschenöffner. Die kosten dann 104 Euro und dieses hier 114 Euro. Wir haben hier Palmenholz und hier mit mattiert und hier haben wir Amarantholz. Alle hier Messer, diese fünf Messer sind aus Amarantholz, während wir hier Palmenholz haben. Und das kostet also 115 Euro, das war 104 Euro. Dann haben wir hier auch nochmal den Unterschied, kann man sehen, wir haben zwei Messer mit nur einer Metallbacke und zwei Messer mit zwei Metallbacken. Und das werden wir gleich nachher sehen, auch im Gewicht kann man deutlich sehen und auch in dem Preis. Das heißt also, wir haben hier bei dem Taschenmesser 75 Euro. Hier haben wir 74 Euro, wobei das natürlich jetzt hier in 11 cm ist und das in 12 cm Länge ist. Und diese hier in der Mitte auch 12 cm, 11 cm. Der 12 cm kostet 99 Euro und der 11, nee, 99 Euro kostet der 11 cm und der mit 12 cm kostet 103 Euro. Also alle bewegen sich zwischen 74 Euro und 115 Euro. Und das sind eben halt Lagioltaschenmesser, die man so jeden Tag bei sich tragen kann, wo es vielleicht auch nicht so schade ist, wenn vielleicht irgend so eine Beule kommt, weil es mal vielleicht runtergefallen ist, während das andere Taschenmesser, das ich eben gezeigt habe, das hier wirklich ein echtes Kunstwerk ist mit japanischem Damaststahl. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen was anderes. Wenn es mal runterfällt, da tut schon ein bisschen ins Herz weh. Während hier bei diesem Messer, die wirklich für jeden Tag gedacht sind, zum Mitnehmen, beim Picknicken oder einfach mal vielleicht als Einstiegsmesser in die Lagiol-Welt ein bisschen zu sehen. Und das macht einfach Spaß, das zu benutzen, gerade wenn man da keinerlei Bedenken hat, das was damit passiert ist. Und interessanterweise, wir bekommen wir auch sehr viele Bilder von vererbten Taschenmesser. Ja, das heißt also Taschenmesser, die vielleicht der Opa noch hatte und das entsprechend an dem Enkelkind weitergegeben hat. Und wir bekommen hier Anfragen, wo wir gefragt werden, ja, wie viel kostet das Messer? Ist das denn echt Made in France oder ist aus China und so weiter? Und da habe ich festgestellt, dass ich würde sagen, so 80% dieser Taschenmesser solche einfachen Messer sind. Das heißt also wirklich solche, die eine geschweißte Biene haben. Und diese hier, die wirklich damals gekauft wurden, benutzt wurden, da kann man auch wirklich ganz viel Gebrauchsspuren sehen. Natürlich, es lebt ja mit das Messer, wenn man es oft benutzt. Und das wird vererbt. Also ich habe hier sehr, sehr wenig richtig kunstvolle Messer, die weitervererbt wurden. Interessanterweise ist einfach nur eine statistische Frage, also statistischer Wert. Ich wollte es einfach nur so mal mitteilen. Sehr interessant, dass eben früher auch sehr viel dieser Messer mit der klassischen Biene, die eben halt so gestanzt ist, weitervererbt wurden. Kommen wir weiter zu den anderen Taschenmesser. Wir haben hier also eines mit Palmenholz. Da kann man schon sehen, es ist ein bisschen dunkler. Und das ist hier mit Amarant. Amarant ist ein Holz, das normalerweise violett ist, aus dieser Familie Palmenholz.
nicht Palmholz, sondern Veilchenholz oder Violetholz. Der hat da verschiedene Bezeichnungen, die gehören zu einer großen Familie an Hölzer, die teilweise mal ganz violett sind, richtig strahlend violett, und die behalten auch diese Farbe sehr lange, wenn man es entsprechend stabilisiert. Das heißt also, viele Schmieden benutzen das Holz nicht, weil wenn man es nicht richtig benutzt, im Sinne von stabilisieren, vorher schon bei der Verarbeitung, dann entfärbt sich das mit der Zeit und wird braun. Und aus dem Grund nimmt man auch oft diese Art von Violettholz, von Amaranthholz, das entsprechend schon direkt etwas dunkelbrauner ist. Ne? Also hier ist nicht so viel Violett. Wenn man sich in die Nähe, also in die Tiefe guckt, das Messer, dann sieht man natürlich ein bisschen ja, leichte lila Verfärbungen, aber sonst dominiert hier die Farbe eben halt braun und hellbraun. Und man hat auch hier so eine längliche Bemaserung, während wir hier bei dem Palmenholz eine ganz andere Farbe haben. Also es geht eher richtig in richtig tiefe Braun und Dunkelbraun. Wenn wir uns hier diese beiden Taschenmesser angucken, die im Grunde genommen gleich sind, bis auf die Tatsache, dass die andere Hölzer haben und einmal bronze und einmal glänzend, können wir direkt auch mal gucken, wie wirken solche Taschenmesser. Da kann man schon mal sehen, hier im Studio ist natürlich ein bisschen schwierig, aber hier bei dem unteren Taschenmesser, das Brillante, das glänzt natürlich ein bisschen mehr, reflektiert mehr Licht. Man kann sogar auch die Gegenstände hier in dem Studio sehen, sogar mich. Hallo. Und während das Bronze, also das Mattierte, das ist natürlich nicht spiegelglatt. Das ist vielleicht von Alltag einfacher zu benutzen, weil hier sieht man ja nicht immer die Fingerabdrücke, während hier zum Beispiel direkt schon mein Fingerabdruck zu sehen ist. Das muss man natürlich öfter sauber machen. Dafür glänzt es ja mehr. Man kann auch die Kratzer, die möglichen Kratzer natürlich leichter sehen auf dem glänzenden. Ja, beide haben Vor- und Nachteile. Abgesehen davon aber die gleiche Biene, die komplett gleiche Guilochage. Und sehr schön finde ich auch hier am Rücken unten diese Einbuchtungen hier. Ist auch mal interessant, ein bisschen anders. Hier ist natürlich die Spirale, hat ja nur 3 Windungen. Das ist eben das Problem. Mehr Platz ist das nicht. Das ist typisch für solche Lagiol-Taschenmesser, die hinten eine Spirale haben zum Öffnen von Weinflaschen. Man muss immer daran denken, wenn man solche Messer kauft mit eingebauten Spirale für Weinflaschen, dann ist es ja so, dass man natürlich manche Weinflaschen mal nicht öffnen kann, einfach weil die Spirale nicht lang genug ist. Wenn man sich das mal anguckt hier, ne, das ist wirklich schon ziemlich klein. Ja, das ist einfach wirklich eine Notspirale, um Flaschen zu öffnen. Wenn man unterwegs ist, bevor man die Flasche gar nicht vielleicht aufkriegt, kann man es damit mal versuchen. Nur, da ist es ein bisschen knifflig, da muss man vielleicht auch einmal die erste Hälfte des Kronkorken, dann die zweite Hälfte. Also es kommt immer darauf an, wie lang der Kronkorken ist. Manche Flaschen ist wirklich lang, da wird es ein bisschen problematisch. Da muss man auch ganz langsam ziehen, damit der Kronkorken nicht bricht. Das heißt also komplett reinwenden und dann ganz, ganz, ganz Millimeter für Millimeter langsam öffnen. Und dann klappt das auch schon mal. Aber ansonsten ist wirklich nur als Notwerkzeug für unterwegs. Ich persönlich würde vielleicht lieber ein richtiges Lagiol-Taschenmesser, also was ist richtig, das ist auch ein richtiges, aber ohne eine solche Spirale, ohne Weinflaschenöffner und zusätzlich ein Sommelier, ein Lagiol-Sommelier. Klar, man hat da natürlich vielleicht doppelte Ausgaben und noch 2 Geräte, die man mitnimmt. Aber ich gehe da darauf auf Nummer sicher, dass ich alle Weinflaschen öffnen kann, weil die Spirale bei dem Sommelier natürlich die richtige Länge hat, um alle Flaschen öffnen zu können. Ansonsten vom Gewicht her haben wir hier 90 Gramm, hier 91 Gramm, also doch relativ leicht verglichen mit den anderen. Also insgesamt haben wir hier Gewichte von 90 bis 92, 93 Gramm, und bei diesen kleineren, die eben halt sprechen 11 cm sind, haben wir 64 und 74 Gramm. Es kommt darauf an, ob man eine oder 2 Backen hat. Das heißt also, mit 2 Backen hätten wir Gewicht von 74 Gramm, mit einer Backe nur 64 Gramm, also 10 Gramm mehr, nur weil wir hier entsprechend eine Metallbacke haben. Diese Messer gehen ganz leicht auf und zu.
Jetzt kommen wir zu den anderen Taschenmesser, die wieder zu zweit da sind sozusagen. Hier ist der Unterschied in der Metallbacke. Das heißt, wir haben hier, das ist so eine Art Halbplane. Wir haben also Taschenmesser, die hier vorne gar keine, zeig mal hier vorne, sieht man vielleicht besser. Das heißt, wir haben hier ein Taschenmesser, das hat, das ist plain, das heißt gar keine Metallbacke. Dann haben wir hier einmal mit einer einzigen Metallbacke, hier keine, und hier zwei Metallbacken. Das heißt also, diese drei Möglichkeiten gibt es. Und genau so staffeln sich auch die Gewichte. Natürlich haben diese Metallbacken auch ein Gewicht. Das heißt, das andere, wenn es genau in der gleichen Machart wäre, wäre nochmal 10 Gramm leichter. Nur mal als Vergleich, dieses hier mit einer Backe hat 79 Gramm. Ja? Und das mit zwei Backen 86 Gramm. Also hier nicht ganz 10 Gramm mehr. Ansonsten sind beide in der Ausführung brillant, also glänzend. Hier haben wir auch wieder die gleiche Biene, das ist diese Standard-gestanzte Biene. Das ist so bei einer gestanzten Biene, da ist ja keinerlei Persönlichkeit drin. Das heißt also, dass alle Bienen sehen natürlich gleich aus. Da ist keinerlei Individualität, wie bei diesem anderen Taschenmesser, wo man natürlich hier, auch wenn der Künstler, sagen wir mal, noch ein zweites Messer machen würde, das wäre nicht absolut identisch, das wäre ein bisschen anders, die Biene. Ja? Während hier natürlich sämtliche Bienen komplett identisch sind. Auch der Rücken, der ist also auch gestanzt und deswegen haben wir hier auch perfekt identische Erscheinungen. Nur wie ich sagte, kann man hier auch nochmal sehen, am Ende durch das Polieren geht entsprechend ein bisschen von der Gilochage weg, weil die ja nicht so tief gestanzt ist. Hier sind beide aus Amaranthholz. Nur wie man sieht, ist ein bisschen anders hier die Gilochage. Und vom Preis her hatten wir eben gesagt, einmal 103 Euro und einmal 75 Euro. Ich vergleiche jetzt nochmal das Messer hier mit dem kleinen 11 cm. Das heißt also, einmal ist die Klinge etwas kleiner, wie man sieht, ein Zentimeter kleiner, und der Griff ist ein Zentimeter kleiner. Das ist äußerlich auch entsprechend im Gewicht. Wir haben hier bei dem kleinen Gewicht von 64 Gramm und hier haben wir ein Gewicht von 79 Gramm. Alle beide mit jeweils eine Metallbacke. Aber auch hier ist die Biene natürlich ein bisschen kleiner, aber die Biene ist gleich, die Gilochage ist gleich, es ist alles gleich, nur eben halt in 11 cm. Und dieses Messer ist hier mit dem anderen mit zwei Backen zu vergleichen. Auch hier haben wir das Gewicht von 74 Gramm in 11 cm und hier haben wir 86 Gramm in 12 cm. Die 11 cm Lagiol, die werden auch sehr gerne von den Damen benutzt, aber auch von den Herren, die gerne so ein Messer immer bei sich haben. Denn das Taschenmesser ist wirklich sehr leicht, gerade diese hier mit einer Metallbacke. Und mit 64 Gramm stört es ja gar nicht, wenn es in der Hosentasche ist. Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm bei sich zu haben. Die Klinge ist nicht so groß und trotzdem reicht das, um alles, was man, sagen wir mal, im Alltag machen möchte. Das ist ja natürlich jetzt nicht für einen Outdoor-Bereich beim Camping gedacht, sondern eher vielleicht so im Alltag beim Picknicken oder vielleicht um Wurst zu schneiden, Käse schneiden oder auch in der Küche ab und an immer wieder ein Messerchen bei sich tragen, bei sich haben, um alles damit eben schnell zu machen. Ich muss sagen, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die immer natürlich ein Messer bei sich haben. Und wenn man eine ganze Weile das mit sich hat, dann gewöhnt man sich dran und dann benutzt man es auch wirklich viel öfters. Wenn man das immer noch nie so ein Messer immer bei sich hatte, fragt man sich ja, wozu brauche ich das? Was mache ich damit? Ist das wirklich notwendig? Wann habe ich schon mal die Gelegenheit? Wenn ich in der Küche bin, habe ich ja eh ein Küchenmesser bei mir und kann da eben halt meinen Käse oder Wurst schneiden. Gut, wenn ich vielleicht ein Picknick mache, kann ich ja mal mitnehmen. Aber ich muss sagen, wenn man dieses Messer, so ein Messer, ein schönes Lagiol-Messer bei sich hat, dann
dauert eine Weile, bis man denkt, hey, ich habe eigentlich ein Messer bei mir. Und dann benutzt man es auch öfter. Dann ist wirklich so, wenn ich in der Küche stehe und ich muss mir eben mein Stückchen Salami vielleicht so ein bisschen zum Naschen zwischendurch, dann könnte ich natürlich auch ein Küchenmesser nehmen dafür. Aber weil ich weiß dann eine gewisse Zeit, dass ich mein Langiolo-Messer bei mir habe, hole ich es raus, schneide ein Stückchen Käse oder Salami und nasche das. Und das macht irgendwie, ja, ist vielleicht verrückt, aber es macht einfach viel mehr Spaß, wenn ich es in meinem Lagiol schneide. Schmeckt irgendwie besser. Der ein oder andere, der das auch tut, wird es vielleicht auch bestätigen können. Das ist einfach Lebensfreude jeden Tag. Viele von uns warten immer auf den Urlaub oder auf die großen Ereignisse, um Freude im Leben zu haben. Man kann aber auch wirklich im Alltag wirklich jede Menge Freude und Spaß haben. Und mit einem solchen Messer macht mir einfach viel mehr Freude, das eben zu schneiden, mein Salami. Wenn ich es raushole und sehe, ja, mein Taschenmesser, ne, und schneide damit, dann ist es einfach wirklich sehr, sehr schön. Und gerade wenn ich einen späteren Taschenmesser habe, der auch eine schöne Kilochage haben wie das andere, was ich hier gezeigt habe, dann gucke ich mir erstmal in Ruhe an, die ganze Kilochage nochmal, genieße nochmal das Messer. Klar dauert das Schneiden von einem Stückchen Salami dadurch natürlich länger, also wenn ich mit dem Küchenmesser eben klack, zack schneide, dauert ein bisschen länger, wenn ich mir auch mal ein bisschen betrachte, mir angucke, aber wie schnatte, das ist die Leidenschaft, das ist die Lebensfreude, die im Alltag mit eingebaut wird und nicht an die paar großen Ereignisse im Leben. So, also siehst schon, ich bin wirklich durch und durch ein begeisterter Lagiol-Fan und ich wünsche dir, dass diese Leidenschaft auch dich packt. Und insofern, ich freue mich, dass du dieses Video angeguckt hast und freue mich, wenn du noch mehr solche Videos siehst und meinen YouTube-Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.